Was sind das denn hier für orange Striche, die man am unteren Rand von Briefen sieht? Das sieht ja aus wie ein Code. Kannst du das mal erklären? Fragte mich Zuschauer Florian aus Husum. Ja, und das mache ich natürlich gerne in diesem Video. Florian, deine Vermutung ist schon richtig. Es handelt sich tatsächlich um einen Code, um den sogenannten Zielcode der Deutschen Post. Und darin ist eure Lieferanschrift hinterlegt. Ihr wisst es ja, in den Briefzentren der Deutschen Post gibt es Sortieranlagen, die lesen von jedem Brief automatisch die Anschrift aus. Und eure Anschrift wird dann umgewandelt in einen Strichcode, der hier am unteren Rand auf dem Briefumschlag aufgedruckt wird. Und der Code hat so eine Neonfarbe, die ist fluoreszierend. Das bedeutet, wenn sie mit Licht angestrahlt wird, leuchtet der Code so zurück und dadurch kann der Code eben von den Sortieranlagen besonders gut erkannt werden. In diesem Zielcode ist übrigens nicht euer Name hinterlegt, sondern nur Straße, Hausnummer und Postleitzahl. Und die Straße ist auch nicht im Klartext hier drin. Also wenn ihr zum Beispiel in der Lindenstraße in Berlin wohnt, dann kann man hier nicht Lindenstraße wortwörtlich herauslesen, sondern die Lindenstraße in Berlin hat einen Code, zum Beispiel 430. Und diese Codeziffer, die die Lindenstraße symbolisiert, die ist dann eben hier im Zielcode hinterlegt. Wenn euch der Aufbau des Zielcodes genauer interessiert, wie das technisch aufgebaut ist, dann könnt ihr bei Wikipedia nachschauen. Ist dort sehr ausführlich erklärt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, der Zielcode ist übrigens auch der Grund dafür, warum ihr gebrauchte Briefumschläge nicht erneut verwenden solltet, denn dann kommen die Sortieranlagen der Deutschen Post durcheinander, wenn der Zielcode nicht mit der Anschrift übereinstimmt. Deshalb, wenn ihr gebrauchte Briefumschläge erneut verwendet, dann überklebt den alten Zielcode mit einem weißen Label, sodass er eben nicht mehr erkennbar ist. Und der Zielcode der Deutschen Post ist nicht mit anderen internationalen Briefgesellschaften kompatibel. Also andere Postgesellschaften verwenden auch Zielcodes. Hier mal ein Beispiel aus den USA, aber ihr seht schon, hier der USA-Code ist völlig anders aufgebaut, hat eine schwarze Farbe, wird vollkommen anders gelesen. Also der Zielcode der Deutschen Post funktioniert nur in Deutschland und international hat er keinen Effekt. Ich habe mir jetzt mal drei Briefe herausgesucht, die an mich adressiert sind und die haben tatsächlich alle den gleichen Zielcode. Ist ja auch logisch, weil die alle an die gleiche Anschrift an mich adressiert sind. Ihr könnt das ja auch mal machen, behaltet eure Tagespost im Auge, ob der Zielcode immer gleich ist. Wenn jetzt mal ein Brief dabei sein sollte, dessen Zielcode abweicht, dann ist das ein Indiz dafür, dass eure Anschrift vielleicht falsch gelesen wurde, unvollständig gelesen wurde. Also dann gab es irgendwie ja eine Abweichung bei der Anschriftenlesung, ein Problem wahrscheinlich. Das System der automatischen Briefsortierung mit diesem Zielcode wurde übrigens 1965 erfunden. Damals wurde die erste automatische Briefsortieranlage in Pforzheim versuchsweise in Betrieb genommen. Wobei automatisch ist jetzt für heutige Verhältnisse vielleicht zu hoch gegriffen. Damals musste doch noch viel manuell gemacht werden. Und zwar in Pforzheim gab es ja allerhand Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, es waren vornehmlich Frauen, die mussten von jedem Brief manuell die Postleitzahl ablesen, in eine Tastatur eintippen und dann wurde der Zielcode auf dem Briefumschlag aufgedruckt. Also doch schon viel manuelle Arbeit, aber auch ein Fortschritt, eine Erleichterung. Denn stellt euch mal vor 1965, als es keine automatische Briefsortierung gab, da musste wirklich in jedem Schritt jeder Brief von Hand sortiert werden. Ein enormer Aufwand. Ja, heutzutage sagt die Deutsche Post, 95 bis 98% aller Briefe können automatisch sortiert werden. Da kann die Adresse automatisch ausgelesen werden. Bei den restlichen Briefen, die nicht automatisch gelesen werden können, kommt die sogenannte Videokodierung zum Einsatz. Und das bedeutet, ein Bild des Briefs, also es wird ja sowieso im Briefzentrum, wird jeder Brief fotografiert und kann jetzt eine Adresse nicht gelesen werden, wird ein Bild der Adresse an einen sogenannten Videokodierplatz gesendet. Dort sitzen dann Mitarbeiter, die sehen den Brief auf einem Bildschirm und versuchen, die Postleitzahl zu entziffern. Die haben dann so eine Spezialtastatur, dort geben sie die Postleitzahl ein. Der Brief ist währenddessen in einer Art Warteposition und sobald die Postleitzahl eingegeben wurde, wird der Zielcode auf dem Brief aufgedruckt und der Brief weitertransportiert. Aber über diese Spezialtastatur kann nur die Postleitzahl eingegeben werden, nicht Straße und Hausnummer. Das heißt, auch in diesem Fall wäre der Zielcode anders als der herkömmliche Zielcode, weil im Zielcode eben nicht alle Daten vorhanden sind. Ja, diese Videokodierung findet nicht in jedem der 82 Briefzentren in Deutschland statt, sondern zentralisiert an nur 10 Standorten. Die anderen Briefzentren sind da technisch an diese 10 zentralisierten Standorte angebunden. Und weil die Videokodierung für die Mitarbeiter so anstrengend ist, wechselt alle 40 Minuten die Schicht, dann bekommen die Mitarbeiter eine Pause. Und wenn euch jetzt noch interessiert, was der ominöse Code K4000 bedeutet, den man manchmal auf Briefumschlägen sehen kann, dann schaut euch gerne noch dieses Video hier an auf dem Kanal von Paketda.